Ja, hallo und willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Wir sind im geheimen Geheimzimmer vom Imperator. Und ja, als erstes haben wir hier das Schwert des Imperators. My old sword. My first purchase as an adventurer. No use to me anymore. It's yours, if you want it. Man, die erste Anschaffung ist ja meistens nicht so geil, aber nehmen das mal mit. Das ist Gestaltwandlerschlechter. Diese Waffe bewirkt bei Gestaltwandlern oder verwandten Kreaturen so zusätzlich einen D4 Schaden. Und magischer Widerstand, der Träger erhält einen Bonus auf plus 2 auf Rettungswürfe gegen Zauber. Mir ist halt die Base Damage irgendwie ein bisschen wenig zu diesem Zeitpunkt. Und man trifft zwar ja klar hier so ein paar Gestaltwandler. Müsste man halt dann dran denken, genau in dem Kampf dann das auszurüsten. Ansonsten ist einem, glaube ich, das nicht so viel, nicht so nützlich. Ich weiß auch nicht, was ähnliche Kreaturen sind. So, einmal auflösen. Eine einzigartige Hülle. A keepsake for my final voyage. Pinched in a moment of sentimentality. Er hat Muscheln gesammelt. Aha. Habe ich auch mal gemacht. Ein Schrank ist das. My old wardrobe. The home of all my disguises. We are what we appear to be. And so appearances matter. Das ist kein Schrank nach Narnia. Da sind tatsächlich die Klamotten drin. Die zerebrale Zitadellenrüstung. Du kannst nicht verängstigt werden. Wenn der Träger mit einer Gedankenschwindelarve infiziert ist, erhält er plus 1 auf Intelligenz, Weisheit, Charisma und Charisma-Rettungswürfe. Wird Salome stark überladen? Komisch, das lese ich so selten. Ist eine schwere Rüstung. Kann ich eh nicht tragen. Könnte Lizelle tragen. Oder Schattenherz. Gibt es jetzt mal Schattenherz, weil ich es nicht tragen kann. Also ich kann es nicht tragen und ich kann es nicht tragen. Und die Zitadellenhandschuhe. Bezaubere oder verängstige eine Kreatur, um einen Bonus von 1d4 auf Angriffswürfe und Rettungswürfe zu erhalten. Rettungswürfe Stärke plus 1. So. Dann haben wir hier noch einen Schreibtisch. Ich glaube, diese Notizen hatten wir auch schon mal bei den Gefänki. Es könnten aber andere sein. Warte, ich gucke noch mal kurz rein. Schönes Buchcover. Gedankenschwindler müssen die Gehirne von Humanoiden verzehren, um am Leben zu bleiben. Ich meine, sowas hätten wir uns schon mal angeguckt. Eine Gabel. My cutlery set. A gift from my mother. The butter knife is missing, but otherwise it looks to be complete. I don't need it anymore, but the memory stirs something in me still. Buttergabel. Also Buttermesser ist mir ja irgendwie noch so ein Begriff, weil es dann halt ein stumpferes Messer, glaube ich, ist, weil für Butter schneiden muss es ja nicht sehr scharf sein. Aber eine Buttergabel, gibt es das wirklich? Hab ich noch nie gesehen. What's that? So, was hast du jetzt wieder erspäht? War das die Gabel? Nein. Ach so, hier der Spiegel. Ah, nee, ein Porträt. Sieht man gerade nur so schlecht. Stillmans Porträt. There she is, in all her glory. Duke Belin Stillman. My own partner. Moving in. The chains I use to bind my meals. Villains and lawbreakers. You see, I tried to exercise morality where I could. Ja, so nach einer Weile hier in diesem Zimmer hat man so das Gefühl, das Spiel und oder der Imperator möchten schon sehr zeigen, wie menschlich er eigentlich war und dass er halt ja sein Bestes getan hat, auch gut zu sein und dass er halt so sentimentale Gedanken halt auch hat und
Ist die Frage, sollte man sich davon einlullen lassen oder nicht? Leeres Gehirnglas. Ja, die Ketten haben wir uns jetzt schon angeguckt. An old container for brains. Empty. Shame. It would have been nice to find one to sustain me now. Hm, what's that? Rezept für Trichterfarnsuppe. A recipe for fiddlehead soup. A favorite meal of mine. When I had need of meals like that. Da ist auch noch ein Hundehalsband. Nimmt gerade keiner wahr, aber ich glaube, könnte aus dem anklingen. Rascal's collar. Lumpy. My poor four-legged friend. Their lives are so brief, so simple, and yet full. Ja, und dann haben wir hier noch eine Tür. Ich glaube, hier sind jetzt keine Erinnerungen mehr drin. Und die Luke führt wahrscheinlich in die Kanalisation, wenn wir gleich mal testen. Ein verfaulter Fisch. Der muss doch jetzt echt stinken in diesem Raum. Nein, ich bin so, the Blade of Frontiers is dead. Long live the Blade of Avernus. I just hope he stays focused on battling infernal forces. The undead have it hard enough already. Es ist immer so, wenn man halt looten möchte und alle über die Kisten herfallen und draufklettern und was ist das? Will Astarion. Was auch immer ihr da tut, dafür ist nachher Zeit im Lager, okay? Ich spring mal besser hier runter. Ich spring mal hier runter. Gut. Unterstadt Kanalisation. Alles mit. Komme ich nicht dran. Hol's runter, ne? Ich habe da ist nicht wichtig, nichts Wichtiges drin. Lizelle? It's not safe here. It's too late for me, but not for you. As fast as your legs can carry you. Ihr seid verletzt. Was ist passiert? Orin happened. She seized me from our camp, bore me here to Baal's enclave. She slit my belly and filled her cup with my blood. A toast, she said, to her false god. She told me when her cup ran dry, she'd come for the rest of me. I'm done for. I will hold her off as long as I'm able. Run while you still can. Don't even think about fighting her. This foe is too powerful. Euer Opfer ist edel, ich werde es nicht vergessen. Ich lasse euch nicht zurück. Ich komme mit. Ihr kommt mit uns. Ich werde nicht weglaufen. Ich fürchte Orin nicht. You'd underestimate Orin the Red. The last mistake you'll ever make. Ist das so? Nicht Lizelle. Look at it. Crawling and sniffing and rooting around in the filth. Is it my netherstone you seek, little piggy? Hush, hush. Orin will take care of you.
And your little pet. Was habt ihr mit Lezelle gemacht? Ja, das ist nämlich jetzt die Frage. Nothing. No, not a thing. Still gasping and gagging on the foul airs of Baal's temple. I will not slice. Her kind die too easily. The murder lord demands a better offering. Something new, sticky, sweet, and delicious. He wants you. Der Mordgott will mich, warum? Kommt mich holen und ihr werdet eurem Gott umgehend begegnen. Das ist kein Gott, den ihr da hört, ist nur eure eigene kranke Fantasie. Was will er? Kethric's killer turned the corpse lover to carrion when you took his stone. Oh, but he was a dull kill. No blood to spill, no guts to rip. A desiccated husk, all dust and hollow. You must be sharpened before you set your edge against my skin. Die lachen. Wie genau schleife ich mich? Genug von diesen Rätseln, sprich deutlich. Ich bin schon geschliffen genug. Wie ihr nun spüren werdet. No, no. Not here. Not now. The tyrant must fall first. You've heard Gortash's whispers. I see how your skull swarms with his promises. He whinges and wails over the crown of Karsus, wanting to command it without me. Oh, how I long to slit his poxy smile from ear to ear. But I can't touch him. He bound my blade when we first conspired. Gortash didn't want me at first. Didn't trust me. Got me to wag my tongue, swear an oath never to hang him from the hooks. Drip drain him into father's open jaws. You must kill the tyrant. Take the Netherstone from his corpse and bring it to my temple. There we slice and shred each other. The survivor claims the stones. What's left of the other is Baal's. Agree, and I will bring my assassins to heal. They watch you always, longing to spray the crimson from your veins. Refuse me, and you'll learn what happens to those who defy Baal's doctrine. So will your friend. Orin demands a fight to the death. The prize for the victor, the Netherstones, and the chance to control the crown alone. Accept, and you must kill Gortash. Refuse, and your companion's life may be forfeit, as might your own. Orin's assassins will hunt you like prey for slaughter. Also, wir können hier direkt schon das Bündnis mit Gortash brechen und sagen, okay, jetzt gehen wir im Bündnis mit Orin rein, ein, um Lezelle zu helfen und unseren eigenen Arsch zu retten. Allerdings würde ich sagen, weil ich auch weiß, wie es weitergeht, Gortash kann warten. Ich komme euch zuerst holen, Monster. Oh, silly, silly little slaughterhound. My assassins will not let you. If you hunt me, then they hunt you. The murder lord will not be denied. Neither will I. Ja, stark überladen. Dankeschön. Ja, wir haben jetzt Lezelles Sachen bekommen. Ich habe mich schon gefragt, wen Orin sich schnappen wird. Diesmal war es Lezelle. Das ist natürlich auch sehr ungünstig, weil man braucht auch Lezelle ab und zu mal. Bei mir war es vorher Helsin. Diesmal ist es wieder Lezelle. Ich gebe dann Thema eben den Rucksack.
Natürlich müssen wir sie retten. So bald wie möglich, aber wir sollten uns halt auch nicht zu früh in diesen Kampf stürzen, weil der Kampf gegen Orin tatsächlich nicht leicht ist. Wobei als Dark Art ist es noch schwieriger. Ich hoffe, ich habe damit nicht gespoilert, aber eigentlich nicht. Ja, da sind Lizelle-Sachen. Ich kann es eigentlich ans Lager senden. Ich muss es ja nicht mitschleppen. Hätte ich eigentlich die beiden gleich mitschicken können. Egal. Ja. Aber wirklich, keine Zeit auszuruhen. Immer ist hier irgendwas. Ein Tagebuch, dem offiziellen Siegel von Herzogin Belyn Stellman. Es beschreibt die Pflege der Herzogin während ihrer langen Krankheit. Ich gehe mal hier gerade aus der Tür raus. Wir sind jetzt hier am Anfang oder ja, am einen Ende oder am einen Anfang der Kanalisation. Auch die Kanalisation ist relativ groß, so ungefähr. Hier unten müsste irgendwo zum Beispiel auch Voss, glaube ich, jetzt mittlerweile rumstehen. Wir gehen aber erstmal wieder hoch, sagen dem Koch, dass wir die Ratten platt gemacht haben und den der Katze auch. Wir werden noch oft genug in der Kanalisation sein. So, war da eigentlich was drin? Hab nicht geguckt. Oh, okay. Steinchen. Ring. Kann ja schon froh sein, dass sie nicht Karl noch mitgenommen hat. So viel zu unserem Date nämlich. Das wäre es natürlich echt gewesen, ne? So dramaturgisch wäre das nicht schlecht gewesen. You kill the rats, yes? I heard commotion in the cellar. Good. Perfect. Here, you take this. And do not worry. Chef Revere's eyes will be kept most peeled for murderous knaves. Mhm, gut. Und wir haben ein bisschen mehr als nur Ratten gekillt. Das muss aber er nicht wissen. Hat jemand mit Tieren sprechen? Ich wollte der Katze noch Bescheid geben. Ich habe mit dir entsprechend. Und nein, jetzt nicht wieder schlafen. Yeah, the servant ape. Hello again. Ah, ich dachte, du bist vielleicht dankbar oder so. Nö, natürlich nicht. What's your gripe with Saluna anyway, Shadow? She betrayed her sister and ruined the balance of things. Warte, wir gehen mal gerade um. Schön, dass sie auch mich einfach durchlassen. Stellman's Parlor. A place to receive clients and informants. I wonder if it's as I remember it. Also jetzt weiß ich auch, warum die uns hochlassen, weil wir haben ja das. Unser Zimmer ist auch hier oben. Aber wir wollen jetzt mal hier rein. Stellman's Zimmer. Those idiots not to let anyone through. You, name, rank, and reason for interrupting an active crime scene. For your sake, the last one better be bloody good. Seit der Develle, Valeria schickt mich. Salome, Abenteurer Neugier. Wir sagen das erste. To fetch her another bottle of mead, no doubt. Yes, I'm Develle. The unfortunate colleague. Unless you've got useful information, leave me to my work. Duke Stellmane's dead, and I've got to find who killed her. Warren? Ihr von der Liste der Mordopfer berichten? God, that's it. Proof that I was right. I've been working on an assignment, see? A research project of sorts. I knew my conclusions were sound, but this... I never expected this.
I'll tell you what I know. A century ago, there was a man, Saravok Anchev. He was a child of the god of murder, Baal. He ruled the Iron Throne, a dark tower hiding a darker secret. It was the front for a deadly arms-dealing network. There, Saravok amassed an army and sought to become a god. Under his stewardship, the Baal Temple was revived. And with it, the Baal cult itself. Fortunately, the temple was destroyed. And to cleanse the city of Saravok's memory, the Iron Throne was torn from its foundations and cast into the Cheonthal. For most, that was the end of it. But cults like that don't disappear overnight. That list you spoke of confirms I'm right. The Baal cult is back. And someone is out there, continuing Saravok's work. Warum glaubt ihr, dass es nicht Saravok selbst ist? Ihr sagte, dass Saravok vor 100 Jahren der Anführer der Kultisten war. Er kann doch unmöglich noch am Leben sein. Stranger things have come back to haunt this city. The brutality of the killings is on a par with Saravok's own. But there's something more here. Something new. There's a reference to these murders. A certain flair. It's as if they were done in worship. The precision of the cuts. The depth, the execution. The best butchers in Faerûn couldn't make a cut like that. Trust me. I've asked them. I tried to explain all this to my superiors, but they wouldn't have any of it. They told me to drop it. Told me the city doesn't need another conspiracy theorist and to get back to doing my job before they find someone else to do it for me. But you... You're not bound by such constraints. Oh, help me out here. Help the city out. I bet if you follow the trail of these murders, you'll be able to unearth the truth of this resurgence. Ich weiß halt schon, ne? Ich könnte ja jetzt schon sagen, ja, Orin, verrückte Gestaltwandlerin, ist dafür verantwortlich und Baal-Anhängerin. Was tut ihr währenddessen? There are patriarchs on the murder target list. I'm oathbound to secure them first, so I'll be heading to the upper city next. While I'm there, the other potential victims will be at risk. Could you warn them? Ja, wir haben ja einen, haben wir schon gewarnt, den Koch. Die flammende Faust sollte alle beschützen, nicht nur die Leute in der Oberstadt. Not from round here, are you? We're in Baldur's Gate. This is just how things work. Dann mal sehen, was ich tun kann. Thank you. That's all I can ask, and more than I hoped. Once I'm done with the Patriarchs, I'll head to Basilisk Gate to have another go at convincing my superiors to put some resources into this matter. Meet me there if you've anything more to report. And good luck. Ebenso. Gucken uns hier im Zimmer noch ein bisschen um. Mordkarte. Müsste hier nicht eigentlich auch noch irgendwas... Ja, irgendwer Wahrnehmung. Wir können ja noch was finden. Eigentlich. Das Blut haben sie wohl schon weggemacht. Sehr saubere Arbeit. Tatortnotizen, Opfer, Herzogin Belin Stelmain, Ort, Privatraum, oben in der Taverne Elfensang, Todesursache, mutmaßliche Blutverlust, Beobachtung, Ritualmord, rechte Hand fehlt, sauber abgetrennt, vermutlich vor dem Tod, Zeichen der Absoluten auf dem Boden, leere Flasche, kürzlich gelernt, wahrscheinlich geleert, oder? Vielleicht Gift, Motiv, vermute, Ballistritual. Sage das Valeria nicht. Verdächtige. Worin? Hm.
Mag niemand noch einen Wahrnehmungscheck machen? Irgendwie haben wir zurzeit kein Glück damit, kann das sein. Es gibt, glaube ich, noch... Ja, eine Sache, die wir irgendwie wahrnehmen können. Ah, ich glaube, die Flasche, ne? Warte mal. Ich finde die ist ja auch so. Wein. Ich glaube, da hinten, warte. Strange bottle. Even stranger smell. Ja, ich glaube, diese Flasche, da kann man im Prinzip noch entdecken, aber es ist wahrscheinlich auch nicht so mega wichtig. Was führt die Eisenleiter hin? Oh, schön. Guck mal, wir haben einen Balkon. Haben wir hier das Date mit Carla? Vielleicht, man weiß es nicht. Ich weiß echt nicht, was da kommt. Oh, schön. Voll hübsch hier oben. Also das wäre doch eigentlich ein sehr schöner Date-Spot, oder nicht? Auch wenn wir jetzt so ein bisschen das Problem haben, dass wir Lizelle, ihr habt den Spot auch schon für euch entdeckt, ja klar. wir müssen halt Lizelle finden, ne? Retten. Das ist natürlich jetzt die ganze Zeit in unserem Hinterkopf. Hi, ihr beiden. Ah, you found my hiding spot. Not a word to Alan. He doesn't believe in things like breaks. Or eating. Lucrissa, I'd be more than happy to help you out at work. I could... No, focus on your music. Besides, I'll be living a life of luxury when your school takes off. Ihr zwei seid wirklich süß. Right? I keep telling her that. Lucrissa! All right. The hero and I will stop teasing. For now. Okay, ich muss natürlich, sehr klar, ne? Das war mein Ding. Spielen jetzt beide was anderes. Das passt gut. Was spielt sie? Das hier. Ich bin wie jetzt in so, weißt du, in so Filmen, in so romantischen Filmen, früher war das immer so, dass Leute so im Restaurant gegessen haben bei ihrem Date und dann kam irgend so jemand an und hat Geige gespielt. So bin ich jetzt gerade. Nur, dass sie mitspielt. So. Können wir ja eigentlich, wie weit kommen wir eigentlich hier über die Dächer? Man kommt schon recht weit, ne? Man kann da so in den Friedhof da reinhüppen. Und vielleicht wären wir so auch, wann mal das ist hier. Das müsste die Druckerei sein. Wir hätten nämlich, genau, da oben sieht man es vielleicht. Wir hätten, glaube ich, irgendwo hier oben hingekonnt. Ja, hier ist eine Leiter. Also ich hatte ja, da ist ja der Typ die Wache. Wir hätten eins oben drüber, so mit irgendeinem Teleport halt, mit irgendeinem Nebelschritt oder so, dann die Leiter hoch. Wenn man dann nach hinten läuft, kann man genau hier das kaputt machen und dann ist hier der Aufzug und dann kann man in den Keller von der Druckerei. Also falls ihr das mal machen möchtet. Und ja, da das ist ganz witzig auch eigentlich, die Quest. Ist jetzt natürlich blöd, dass es euch jetzt nicht zeigen konnte. Ich meine, wir können da theoretisch trotzdem noch rein, aber wir können halt unsere Titelgeschichte nicht mehr verhindern. Und wir haben jetzt Level-Ups zu machen. Ich würde unser Team auch jetzt wieder anders zusammenstellen. Ich würde Kara wieder reinnehmen. Denke ich mal, statt Schattenherz. Wieso hat ihr Quest sich eigentlich abgedatet? Rette Orins Opfer. Untersuche die Morde. Jetzt haben wir nämlich auch, deswegen, ich glaube, ich hatte ja vorher die Quest gesucht, weil ich wusste, wir hatten ja die Liste und wir hatten ja schon den Koch angezeigt bekommen und so weiter.
Wir hatten die Quest von der Libella noch nicht. Wir haben einen Charitenspeer namens Ferk so und so getroffen. Also das war aber... Genau, das war vor der Stadt noch, ne? I wasn't expecting it, but I'm glad to have some company on this journey. Ja, aber du bleibst jetzt trotzdem hier. If you're sure. Fine. I'll... Kurzfristig. Ach so, jetzt habe ich bei ihr Lezelle-Sachen noch drin. Pack das mal ins Lager. So. Also ich hätte ja, ich bin dumm, ich hätte ja einen Stufenaufstieg auch gerade noch mitmachen können, ne? Egal. Ja, und hier... Sie fehlt. Sie ist weg. Wir müssen ihr helfen. Hey! Hey. Also, wir hätten da eigentlich noch ein Date. Fuck yes. Können wir das eigentlich jetzt machen? Ich weiß gar nicht. Muss ich da mit ihr über unsere Beziehung reden oder sowas? Ich beende nochmal den Tag und sprich sie nochmal an. Was sie immer noch nicht geendet haben, was ich eigentlich ganz schön hätte gefunden, dem Moment, wo halt eines der Gruppenmitglieder von Orin entführt wird, dass die anderen darauf reagieren. Weil hier ist momentan ein bisschen Business as usual und das ist halt so ein bisschen schade eigentlich, dass keiner was dazu sagt, dass Lezelle weg ist oder halt Helsin oder wer auch immer sie sich dann schnappt. All set? Ja, wunderbar. Wohin gehen wir denn? A little inn in the city. The Singing Lute, it's called. If it's anything like it used to be, we'll have the place all to ourselves. Okay. Ich wäre dann soweit. Ich hab... Es ist okay, dass ich... Ich bin angezogener als du, also... I'm buying, alright? Let it be said, let it be written, let it be done. Give me a beat to run ahead. I want to make sure everything's absolutely perfect. Mm-hmm. See you there. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Hi. Hi. You made it. You look nice. Ja, danke. Ich habe mein... ich habe mein Clowns-Pyjama an. Danke ebenso. Gut, man hätte natürlich tatsächlich den beiden vorher jetzt irgendwie noch so andere Abendkleidung geben können, aber ich hatte jetzt eh nicht wirklich was. Also zumindest nicht für Karlach irgendwas, was passt zu ihr. Danke ebenso. Thank you. Aber wir brauchen das auch nicht. Hm. Baldurian Seafood Stew. No, thank you. What do you think you'll have? Für mich nur eine einfache Schale Grütze. Ich finde, der Fischeintopf klingt gut. Also wenn es frischer Fisch ist, schon, ne? Die gegrillten Rotteeräppchen oder Kürbissuppe. Mit ihren Haaren, das passt irgendwie, sie ist Kürbissuppenmensch. Ich sag drittens. Nice and light. Sounds perfect. Ich hab jetzt schon Hunger, ne? Ja, genau, das ist eher, das ist okay. Two pumpkin stews, my good man. And two glasses of... Tee. Ah, Bier. Two glasses of beer. So, you're an adventurer, right? How's that going? Ihr wart die meiste Zeit an meiner Seite. I know, but this is our first date, remember? Okay, ach so, tonight, gut, ja. You're a mystery to me. Wir tun so, als kennen wir uns noch nicht, verstehe. Oh Gott. Das ist eine sehr kitschige Antwort. Ich kann nicht vorgeben, euch nicht längst zu lieben. Oh mein Gott. Steht mir dieses Mysteriöse?
Genau wie ihr habe ich das Herz auf der Zunge. Überspringen wir das Geplänkel. Oh, das finde ich auch gut. You're right. Small talk is for small people. Ja, ich mag kein Smalltalk. But still, first date. So let's make with the first dating. Ich bin ja so froh, dass ich im echten Leben nie so ein First Date zurück hatte, ne? Ich finde das grauenvoll. Besonders wenn man es wirklich so im Restaurant, so steif im Restaurant und wenn man sich kaum kennt und nicht immer hoffen Leute drumherum. Das stimmt. Also, wo seid ihr aufgewachsen? Right here in Baldur's Gate. Wissen wir eigentlich schon. My folks are long gone now, but they raised me in the outer city. Dad was a porter in town, Mum did laundry. Still think of her when I smell clean sheets. We were poorer than dirt, but my gods, we had fun. What about you? Hatten wir bei, ich weiß jetzt blöderweise nicht, ob wir bei Sadomir gesagt haben, dass sie tatsächlich aus Baldur's Tor kommt, ich glaube schon. Vielleicht sind wir schon uns schon einmal begegnet. Might have, if you spent any time in the outer city. We didn't exactly hide ourselves under a bushel. Oh, hey, here comes our food. Soll ich meine Suppe mit Messer und Gabel essen, echt jetzt? Hey, Hank, I think we ordered the... The bleeder. Wir haben was anderes bekommen. Worst guy I ever met. Anyway, how about a toast? Sieht aus mit Pilzen. Shit. Wir können mein Glas verwenden auf uns. May we live every day like it's our last. You never know when your last will come. Oh, that was great. The food and the company. Ein ganz gewöhnlicher Abend inmitten des Chaoses. Ich habe fast gehofft, dass Banditen hereinplatzen und es etwas zu tun gibt. Nein. Was möchtet ihr jetzt tun? You know what I want to do. I know I can't stay forever. Here. With you. In fact, I feel like I don't have long left at all. We've been through so much, and the worst is yet to come. I have every reason to feel terrified, hopeless, like giving up. But to be here, with you, in the city I love, in this world that I love so much, it's all I could really ask for. You hear me? You're all I could ever ask for. I love you. And I know that whatever else this city will throw at us, we can handle it. Gemeinsam gehen wir. Ich muss euch jetzt haben. Ich liebe euch auch. Come on. There's something I want to show you upstairs. Sind wir nicht schon upstairs? Was? Warum? Nach euch. Hope you like it.
Das Leuchten, das Blaue, es war wieder da. Das Schönste an diesem Ganzen. Okay. Bett. Eigentlich haben wir ja schon gegessen, ne? Gegessen und mehr. Oh oh, was ist jetzt noch? Es muss ja immer mehrere Sachen kommen, ne? Du nicht auch noch. They say that home is where a person can be their truest selves. Without guile, without pretense. You did well to see off the Githyanki who had invaded mine. And now that you have seen where I come from, you know all there is to know about me. At least, all that matters. The flavors of my favorite fiddlehead soup. Should you wish to experience it for yourself. My beloved confidant and loyal companion Rascal. The very first reward I gifted myself on completion of my first adventure. The garments with which I concealed and later constructed my appearance as the Emperor. We spoke of my relationship with Duke Berlin Stillmain. A story I have told. No one else. I have no more secrets from you. No need to resort to subterfuge. We are true allies now, working towards a common goal. Dieses Timing mit der Szene jetzt, ne? Ihr klingt wirklich nicht wie ein Gedankenschinder. Ihr habt ein aufregendes Leben geführt. Warum habt ihr es mir verheimlicht? By necessity. Not design, but I'm glad you appreciate the richness of my experience. Yours has been no less exciting, but even with all your experience, it has not been easy. The only way we were ever going to get close enough to the brain to destroy it was by working together. But few would trust a mind flayer. So I did what I had to convince you. I studied you, your motivations, your actions, your desires. I deduced the best way to align your goals with my own. Oh, ich klingt, als wäre ich eine Art Experiment. Was habt ihr dabei herausgefunden? That you are complex and full of contradictions. It was no easy task, but I had to persist. I needed your absolute dedication to the cause. I anticipated the challenge, and I anticipated your resistance. What I didn't anticipate was how much I would enjoy your company, your mind. Nun. Sometimes. I felt almost like we were dancing our way towards something deeper. Stimmt. Versucht ihr mit mir zu flirten? Ich glaube, ihr versteht da was falsch. Ich bin ganz zufrieden mit der jetzigen Situation. Auf keinen Fall Missgeburt. Versucht ihr mit mir zu flirten? Would you like that? Ja, man kann ja jetzt tatsächlich weitergehen. Zwei Dates in einem Abend. Fühlt sich aber komplett falsch an, insbesondere jetzt direkt nach Karlach. Bleiben wir lieber bei der Sache. Good instinct. The Elder Brain's hive mind has grown to monstrous proportions. And through the Crown's magic, it has complete control over each and every member. It was intelligent before, but now. With its hive mind established across the city, it is well on its way to becoming a
you should reconsider your attachment to your physical form. Nein. You have seen what an illithid can do. Ich mag meine Form sehr gerne, danke. Imagine, some of that could be in your grasp. Not enough to warp your appearance beyond recognition, but just enough to enhance your potential. And believe me, it will radically increase our chances of success against the Elder Brain. Think on it. As you drift into sleep, you feel a certain disappointment. The Mind Flayer was very quick to abandon its attentions on you. Ja, diesen Nachsatz fand ich auch immer sehr interessant, wenn man ihn ablehnt, dass er dann sich sehr schnell wieder abwendet auch. Das ist halt alles, es fühlt sich bei ihm alles sehr manipulativ an dadurch. Aber auch ich habe in einem meiner Spieldurchläufe natürlich mich auch auf den Imperator eingelassen. Das ist auch eine sehr lustige Szene. Und man kann sich dann aussuchen, ob er die Gestalt, die er vorher hatte, auch wieder annehmen kann für... Ich habe den Faden verloren von diesem Satz. Aber auf jeden Fall, man kann sich aussuchen, ob man ihn im Imperator, also in gedankenschwindender Form oder in was auch immer man seinen Wächter gemacht hat, in der Form halt hat. Und auf jeden Fall aber das Ende dann der Szene ist sehr witzig. Das, ich kann es nur empfehlen, das mal spaßeshalber zu machen. Ich wollte es jetzt nur für Salome nicht und für Carla. Das fand ich jetzt nicht schön. So, ja, wir haben unsere Stufenaufstiege jetzt immer noch. Die können wir eigentlich gerade mal schnell noch fix hinterher schicken. Ottos unwiderstehlicher Tanz. Oh, ich will halt irgendwas Badisches haben noch. Das klingt irgendwie, das passt. Lass eine Kreatur einen Tanz aufführen. Ist die Frage, bei wie welchen Kreaturen das tatsächlich funktioniert. So, will ich irgendwas ersetzen? Ich habe Massenwunden heilen. Das eben dazu bekommen. Oh, ich habe aus Versehen Escape gedrückt. Das ist übrigens unser vorletzter Stufenaufstieg, ne? Reinnehmen? Nö, ich glaube, ich bleibe bei dem, was ich habe. Das heißt aber auch, ich brauche wieder einen Platz in meiner Schnellauswahl. Ui. So, was geben wir dir noch? Ah, ich glaube, ich mache Person festhalten. Wenn es klappt, ist es halt immer sehr gut. Unser Hexenmeister. Dir geben wir Fleisch zu Stein oder Todeskreis. Forme eine massive Sphäre aus entropischer Energie, um eine Kreatur, um das Ziel und alle Kreaturen in seiner Nähe zu vernichten. Das klingt auch ganz cool. Ich glaube, das hatte ich noch nicht. Er nicht brennende Hände. Kann halt schon nützlich sein, wenn man halt eben mal einen Gegner in der Nähe hat. So, und du hast bekommen unerbitterlicher Kampfrausch. So, unser Team, oh, sie hat 104 Lebenspunkte mittlerweile. Ist unser Team so okay? Ich glaube schon, ne? Will. Ich meine, ich tausche ja immer mal Will und Gale so ein bisschen hin und her. Ich glaube, jetzt hier in der Stadt ist Will vielleicht mal nicht schlecht.
Könnte natürlich Astarion auch austauschen gegen Jahira wieder, ne? Können wir auch mal machen. Ja, das machen wir gerade mal. Tauschen die beiden noch. Hello, my dear. Hallöchen. Hübscher Mann, du musst aber jetzt leider mal hier bleiben. Oh, darling, I'm hurt. I guess I'll spend my evenings lounging. It sounds... Es tut immer so weh, die Leute hier zu lassen. Will sie einfach alle mitnehmen. Wie so eine Armee ziehen wir dann durch die Stadt. Das wär's doch. Ah, I've had a lifetime's feel of watching little men buff themselves up with grand titles. I look forward to the day we show the Archduke that his tongue is not half so silvered as he thinks. Ja, die Zeit wird kommen. Ich mich auch, aber wir sind übereingekommen, um uns zuerst um Oren zu kümmern. We need all three stones to command the brain. It matters little in what order we obtain them or how. Still, if you see sense in making an alliance, I won't question it. I'll just look forward to the inevitable breaking Gortash spoke of. Komm mit. As you wish. So, welche Devil hast du denn? Ah, du hattest schon, wir hatten sie ja ein paar Mal dabei, deswegen hatte sie auch schon Stufe 10. Gut. Das mit den Zaubern gucke ich mir nachher noch an. Und das ist dann erstmal unsere Truppe für die nächste Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.